Schönen Sonntag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grieve Sour Club. Mein heutiger Gast ist nicht nur im Model-Business seit über 10 Jahren, sondern ist auch Pilates-Teacher und macht eine eigene Model-Class, wo sie Newcomern ein bisschen was beibringt, wie es in der Branche so abgeht und ihnen die Basics beibringt, um vielleicht in der Model-Karriere durchzustarten. Herzlich willkommen, Victoria Kahner. Also ich bin überhaupt nicht davon ausgegangen, dass das so nett ist. Max, du machst das gut. Ehrenmann, ja? Lass dir gar nichts sagen. Ja? Und ich bin dann in die Agentur und habe mich in der Agentur voll entschuldigt. Ich habe also dort natürlich Vollgas gemeint. Also du bist herzlich gerne eingeladen zu mir in eine Pilates-Stunde. Weil ich auch große Props an jedes Model geben, weil auch das ist nicht einfach nur schön sich hinstellen. Boah, ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Welcome to Creative Sour Club, where we bring together creatives to talk about talent and originality. Join our host Dominic Sieg and today's guest for inspiration. Ich habe gesehen, du warst heute schon super brav beim Sport. Ich habe das extra auslassen heute, damit ich mich ein bisschen noch besser vorbereiten kann und in meinen Kopf gehen kann für heute. Sehr, sehr vorbildlich. Ich muss sagen, es war vielleicht eher Fehler, weil es war so anstrengend und so heiß. Also mal schauen. Gut, ich hoffe, du hast das jetzt angenehm gemacht, ja, und du kannst dich ein bisschen entspannen von der sportlichen Betätigung. Ja. Wie im Intro schon gesagt, ja, du bist seit über 10 Jahren Model, ja, machst deine eigenen Model-Class für Newcomer, sage ich jetzt mal dazu, ja, oder Leute, die es mal werden wollen. Aber sag mal, was hast du davor gemacht? Was war vor der Karriere? Ja? Wo kommt die Victoria her? Ja? Hui, das ist lang her. vor der Karriere war ich tatsächlich in der Schule. Also ich komme aus Oberösterreich, ich bin aus Linz. Und nachdem ich schon relativ früh gestartet habe mit 15, war ich davor wirklich in der Schule. Bist du dann gescoutet worden oder wie bist du dazu gekommen dann mit 15? Mhm. Weil damals war das ja noch eher so mehr dieses Scouting-Ding, oder? Gibt es das heutzutage überhaupt noch? Ja, keine Ahnung, aber den Beruf an sich hat es damals überhaupt nicht gegeben, gefühlt. Also da hat es halt die Top-Top-Models gegeben, wie Heidi Klum und so weiter. Und dann gefühlt niemanden. Und ich habe damals von meinen Eltern zu Weihnachten so einen Wochenend-Workshop bekommen, weil ich war groß und blond und schlank und irgendwie war da Germany's Next Topmodel immer so in aller Munde. Und ich habe von denen einen Wochenend-Workshop bekommen, wo du halt eben diese ganzen Sachen ausprobieren kannst. Also dort war ein Fotograf, es hat ein Laufstegtraining gegeben und so weiter. Und das hat mir voll viel Spaß gemacht. Das war irgendwie ganz lustig. Da waren auch Leute von bis. Also auch, ich war die Jüngste bei Weitem. Genau. Und dann war am Ende dieses Workshops, war dann eine Agentur dort. Und das ist tatsächlich auch immer noch die Agentur, bei der ich immer noch bin, okay, in Oberösterreich, also eine meiner Agenturen. Mhm. Genau, und ja, mit denen arbeite ich jetzt seit 15 Jahren zusammen. Das funktioniert Gott sei Dank sehr, sehr gut. Und weil das damals für mich total wichtig war, diesen Schritt zu machen, habe ich auch selber jetzt vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, mit einer Freundin und Fotografin die Model Class ins Leben gerufen, weil ich glaube, dass das ganz viele junge Leute auf einen richtigen Weg schickt oder denen zeigt, boah, ist das was für mich oder geht sich Modeln eigentlich überhaupt nicht aus oder macht mir das überhaupt Spaß? Genau. Da kommen wir auf jeden Fall ein bisschen später noch zu sprechen drauf. Ja. Vorerst geht es mal nur um dich. Habe ich am liebsten. Denkst du, ist es wichtig, erstens mal, ist es nicht eher eine Seltenheit, dass man so lange, dass es mit derselben Agentur zusammenarbeitet? Ja, also grundsätzlich ist schon mal Seltenheit, dass man den Job, glaube ich, so lange macht und das auch wirklich als Job sieht. Ich kenne ganz viele, die das eben neben der Schule machen oder neben der Uni und dann aber halt in einen, unter Anführungszeichen, normalen Job umsteigen. Und da ist natürlich kein Platz mehr für Werbedreh, Dienstag, Nachmittag, Vormittag, irgendwas, wegfliegen über 3-4 Tage. Ja. Also so viel kannst du da nicht freinehmen, das geht sich einfach nicht aus. Genau, und dementsprechend fallen halt da viele weg und viele hören auf. Und was mir natürlich sehr zugute kommt. genau. Was viele nicht wissen, also ich, deswegen zum Beispiel, ich bin auch mal vor der Kamera gestanden, ja, ich weiß, man sieht es nicht, ja, wobei ich jetzt eher in meiner Prime bin als damals, aber okay. Wofür bist du vor der Kamera gestanden? Weiß nicht, ich war mal in Magazinen und sowas, also aber jetzt eher nicht die Vogue. Ja. und damals war es noch so, ich hatte schon das ein oder andere Tattoo größer so und damals gab es aber noch keine Tattoo-Models. Entweder es gab die Tattoo-Models, die komplett voll waren oder du hattest gar keine Tattoos, aber sowas zwischendrin gab es damals noch nicht und schon gar nicht wirklich, also Tattoo-Models, die voll waren, die waren dann in irgendwelchen
Harley Davidson Magazinen oder so. Das war dann der so. Bad Boy. Ja. Und du bist so ein lieber Kerl. Genau, richtig. Also ich hatte so ein Babyface. und deswegen haben sie wahrscheinlich über die Tattoos hinweggeschaut. Aber und da war es nichts mit Tattoos. Diesel, glaube ich, waren die ersten, die dann auf dem am Runway damals Tattoos herzeigt haben und alles so mind blown. Ne? Aber da war ich da schon wieder raus, weil ich tatsächlich hatte auch mal einen Job, ja, und ich war. Wollte aber nie jetzt irgendwie mich mit Agenturen irgendwie rumschlagen. Da musst du zu jedem Casting hingehen, das ist oft vormittags. Ich so, ich muss aber arbeiten, wenn ich jetzt bei einer Agentur bin, die schicken mich überall hin, dann bin ich eh wieder raus, wenn ich nicht hingehe. Voll. Und das wollte ich mir nicht antun. Ja, und deswegen bist du jetzt nicht auf der Vogue. Genau, ich tue so, als hätte ich überhaupt die Möglichkeit gehabt, in Agenturen zu kommen. Ne? Ich war nie bei Agenturen, weil ich habe keine Zeit für die Agenturen gehabt, sorry. Ja, aber das mit den Tattoos ist tatsächlich ganz lustig. Ich habe vor 15, 14 Jahren einen guten Freund gehabt, der eben auch total tätowiert war. Und wir waren in der gleichen Agentur in Wien. Mhm. Und die Agenturchefin hat zu ihm gesagt, mit den ganzen Gemälden, die du da im Körper hast, it's not gonna work out. Mhm. Also das funktioniert einfach nicht und der Kunde sucht es nicht und bla bla bla. Und hat ihn tatsächlich aus der Agentur rausgehaut. Mhm. Und er hat sich gedacht, sicher nicht. Und da ist gerade so diese Influencer-Geschichte aufgekommen und er hat auf einmal, also wirklich von heute auf morgen, unglaublich viele Follower gehabt. Und der war immer schon wahnsinnig gut vernetzt und ist auf einmal nach New York geflogen, hat eine Calvin Klein Kampagne gemacht, hat sein eigenes Schmucklabel gegründet und ist ein wahnsinnig erfolgreiches Männermodel geworden mit seinen ganzen Tattoos und wahrscheinlich gerade, weil er so viele Tattoos gehabt hat. Also es ist, der Trend ändert sich einfach so unglaublich schnell. Voll, Tattoos sind so normal mittlerweile. Ich meine, ich finde es immer noch gut, dass dieses klassische Model und sowas keines hat, weil dann ist es wesentlich besser einsetzbar, weil du kannst nicht immer halt. Ja. Wenn du jetzt Beauty machst zum Beispiel, sind Tattoos oft ein bisschen schwieriger. Ja. Aber es ist ganz witzig, weil ich habe ein ganz kleines Tattoo am Fuß und ich habe sehr kleine Füße und nachdem die Prototypen für Schuhe, die ja immer schon ein Jahr früher rauskommen, immer 37,5 haben, also sehr kleine Schuhgröße, die eigentlich jetzt sehr, sehr wenige Models haben, weil große Frauen normalerweise auch größere Füße haben und ich habe sehr kleine Füße, sprich 37,5. Dementsprechend mache ich viele Schuhkampagnen und ich habe dieses kleine Tattoo und man sollte meinen, dass das irgendwen stören würde. Ja. Nie. Aber wird es einfach wegretuschiert, oder? Nein, entweder man sieht es nicht, weil genau natürlich, also es ist genau dort, wo so der Riemen drauf ist auf der Seite. Ja, oder es wird weggenommen oder sie lassen es sogar. Also ich glaube, das kommt auch immer ganz auf die Firma drauf an. Eigentlich ist es wurscht. Weil so ein kleines Tattoo wegretuschieren ist halt auch kein Das ist ein Klick. Also ich könnte sogar mit Concealer selber abdecken. Ich bin jetzt gespannt, wie man das macht. Dauert ein bisschen länger. Also so ganze Arme oder sowas. Dann so, oh Jesus, also den Editor will ich gerne sehen, der da sagt, her damit. Bucht es einfach wen anderen. Genau, richtig. Ja. Was war für dich so ein bisschen der Moment, wo du gesagt hast, so, okay, gut, warum hat mir das keiner gesagt, bevor ich in die Branche gekommen bin? Dass das alles viel schwerer ist oder dass dieses eine Ding anders funktioniert, als ich gedacht habe oder wo du fast erschrocken warst, dass das nicht so ist, wie du dachtest, dass die Branche läuft. Wie ich vorher schon gesagt habe, habe ich ja angefangen zu dieser Germany's Next Topmodel Hype-Zeit. Und das klingt jetzt ein bisschen sehr romantisch, aber es sind alle so nett. Also ich bin überhaupt nicht davon ausgegangen, dass das so nett ist. Und ich habe echt so das ganze Umfeld und jeder Kunde, jede Kollegin, jeder Kollege, es funktioniert auch ohne Drama, Zickenkrieg und Springen von brennenden Hochhäusern. Also es ist voll, damit habe ich nicht gerechnet, weil man immer davon ausgeht, dass die Branche so Ellbogentechnik und dass keiner wem was Gutes wünscht oder dass man sich gegenseitig nicht unterstützt, wenn man völliger Blödsinn. Es sind alle nett. Gott sei Dank. Wann war für dich der Punkt angekommen, wo du gesagt hast, okay, gut, jetzt ist es meine Karriere, das ist der Game Changer, das ist jetzt mein Job und das, ich bin jetzt ein Model so. Ja? Wow, das war, ich weiß den Moment genau und das war ganz crazy. Also wir waren in der Schule, wir haben maturiert, alle meine Freunde und Freundinnen sind irgendwie studieren gegangen und sind nach Wien gezogen oder nach Innsbruck oder sonst irgendwas
Und ich bin Anfang September mit meiner Mama nach Wien am Flughafen, habe mich dort von meiner Mama verabschiedet und bin nach Mailand gezogen. Und ich habe gewusst, ich komme irgendwie 2 Monate später auf Besuch wieder zurück und sie kommt zu mir oder, keine Ahnung, meine Eltern kommen beide oder irgendwas. Und wir sind dort gestanden und kurz bevor ich praktisch so dieses Ticket herzeigt habe und reingegangen bin, habe ich so umarmt und habe so geweint. Und meine Mama hat so, ich muss selber gleich zum Weinen anfangen, und ich bin super nah am Wasser gebaut, also ist normal. Und meine Mama hat so geweint, weil wir haben gewusst, jetzt geht irgendwie so dieser, ist ja ganz ein neuer Schritt jetzt und ganz was anderes. Das ist, weil ich habe während der Schule schon viel in Mailand gearbeitet und bin immer wieder hin und her geflogen oder war in den Ferien lang dort und so. Und es war ja auch da so, ich komme ja wieder zurück. Mhm. Ich habe ja auch, Gott sei Dank, auch immer noch von der Zeit Kunden in Österreich. Also ich hätte ja sowieso auch wieder zurückfliegen müssen. Aber das war echt, das war so arg. Ich bin da gestanden und ich habe gewusst, jetzt geht's los. Also alles, was jetzt kommt, startet jetzt. Voll. Geil. Muss ein echt cooler Moment sein. Ja? Ja. Wie ist das grundsätzlich, weil du sagst, in Mailand gewohnt, ja? Wie groß schätzt du den Benefit ein, wenn man sagt, man geht, also jetzt auch einfach für die Persönlichkeit, ja, ins Ausland? 100 Millionen. 100 Millionen. Ich glaube, jeder, der schon mal im Ausland war oder irgendwie alleine in eine fremde Stadt gezogen ist, das muss jetzt gar nicht das Ausland sein, aber das kann sein von Wien nach Innsbruck oder von Linz ist nach Wien. Ausland, oder ja. Ist Ausland. Sagen wir uns ehrlich, ist ganz woanders. Nein, aber ich glaube, jeder, der sich einmal alleine mit sich selbst beschäftigt und in eine fremde Stadt zieht und sich alleine ein Leben aufbaut, das nicht gestützt ist von Mama und Papa sind ums Eck oder meine besten Freunde sind ums Eck oder du musst doch einfach einmal einen Abend alleine auf der Couch aushalten und kannst mittlerweile FaceTimen, das hat es damals noch nicht gegeben. Also ich habe dann schon geskyped, aber weißt du, wie das war damals, das war so, hallo. Also Internet, Medium, ja. Es war auch nicht mit dem Telefonieren so easy peasy. Es hat auch diese ganze teuer. Ausland. Ich weiß noch, ich bin im Flieger gesessen, weil ich bin damals viel hin und her zwischen Österreich, Barcelona und Mailand. Also Spanien, Italien, Österreich. Und ich weiß, ich bin im Flieger gesessen und ich habe für jedes andere Land eine SIM-Karte gehabt und habe immer im Flieger die SIM-Karte ausgetauscht. Das ist so irre, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Genauso wie ich, also du kriegst am Abend von der Agentur immer eine Liste, wo du praktisch am nächsten Tag die Castings hast und wo du hin musst, zu welchen Fotografen und Studios und so weiter. So, und die kriegst du ausgedruckt und dann, listen, bin ich wie unsere Eltern mit einer Landkarte, ja, das ist kein Joke, das ist einfach 15 Jahre her, bin ich mit einer Landkarte, das haben aber alle so gemacht, weil diese ganze Navi am Handy-Geschichte hat es einfach nicht gegeben. Mit der Landkarte, da haben wir dann rausgesucht, okay, F4, da ist die Via, bla bla bla, und dort musst du hin und dann suchst du dort nach der Hausnummer. Und das ist so irre, wenn man sich vorstellt, das ist nicht lange her, aber es war halt einfach gefühlt gestern. Und also ich kann jedem das nur empfehlen, dass man mal rausgeht. Und das hat jetzt gar nicht so viel mit Modeln zu tun, sondern es ist eine totale Persönlichkeitsbildung. Und ich war beim ersten längeren Auslandsaufenthalt 16. Und habe in so einem Model-Apartment gewohnt. Und die, mit der ich dort gewohnt habe, die war riesengroß, wunderschön, ganz jung auch, hat aber schon, also die war auf der Vogue, die war auf jedem L-Cover, die hat richtig viel gearbeitet. Und mit der habe ich gemeinsam in diesem Apartment gewohnt. Und das Apartment war, I kid you not, ein schäbiges, altes Hotelzimmer. Es war wirklich irgendwas. Und meine Eltern sind mich dann einmal besuchen gekommen und sind da rein und waren so, oh mein Gott. Das ich arme den, Kind. Ja, wirklich. Ich habe den Blick von meinem Papa gesehen und meine Mama, wie es ihn gleich wieder rausgeschoben hat. Es war echt, es war so grindig. Und mittlerweile wird man natürlich dort nicht mehr wohnen und du würdest auch, glaube ich, also mittlerweile hoffe ich, dass das auch anders ausschaut, weil du würdest dort niemanden mehr wohnen lassen. Ich weiß nicht, oder? Ja, also ich wünsche es ihnen wirklich, weil aber auch das, es war so eine gute Zeit und es ist doch egal. Ich glaub, das wollte ich jetzt sagen. Ich glaube, wenn du jung bist dann und du was erreichen willst, du musst halt zurückstecken. Ja, du voll, halt nicht. Voll. Du, und was weißt du, das war, da habe ich noch ein Glück gehabt, weil ich habe nur eine Mitbewohnerin gehabt, mit den Betten nebeneinander, wildfremde Person, mit der du dann auf einmal 2 Monate lang ein Zimmer teilst. Auch irgendwie ganz crazy. Also, aber eine Erfahrung. Aber Erfahrung und mega gut. Ja. Und du
stellst dich dort so wahnsinnig schnell, weil niemand hat dort Familie. Mhm. Und jetzt stellst du dich so wahnsinnig schnell auf beste Freunde finden mhm. ein. Und du bist auch mit jedem auf einmal beste mhm. Freunde. Und das funktioniert auch voll mhm. gut, weißt du? Und dann ziehst du dort nach, weil du gehst immer nach der Saison dorthin. Und dann ziehst du nach 2 Monaten wieder weg und ziehst in die nächste Stadt. Mhm. Und ja, dann kommen die entweder mit oder mhm. du triffst dich ein halbes Jahr später in einer anderen Stadt wieder oder so. Mhm. Also total lässig. Es war richtig, ja. richtig schön. War echt gute Erfahrung. Kann ich nur unterschreiben, ja. Okay, wobei Berlin jetzt eher, als Österreicher in Berlin ist das, glaube ich, die beste Art, Ausländer zu sein. Ja. Ja. Meist relativ easy. Also ich muss schon sagen, klar, was auch für die Entwicklung, weil ich bin auch hingegangen und kannte per se nicht wirklich jemanden, ja, und habe jetzt auch wirklich ein paar beste Freunde dort immer noch. Also es ist auch, das Witzige ist tatsächlich, dass ich länger in Berlin gewohnt habe als in Wien selbst. Ah, witzig. Ich hole gerade auf, aber trotzdem. Seit Mitte 2020, nach dem ersten großen Lockdown quasi. Und ja, ich habe so 6, 7 Jahre in Berlin gewohnt und in Wien all together mit vor Berlin, da habe ich nur quasi ein halbes, dreiviertel Jahr in Wien wirklich gewohnt, sonst in Niederösterreich. Ich glaube, Wien habe ich jetzt mit 5 Jahre insgesamt. Ja. Ja, und wenn du es jetzt vergleichst, Berlin, Wien, was gewinnt? Wien. Da. Berlin ist ganz witzig in manchen Dingen. Berlin ist viel besser, was die Karriere angeht. Oder in meinem Fall zumindest. Creative. Du hast größere Kunden, du hast größere Budgets, du hast mehr Agenturen. All over, ja. Da ist einfach ein wesentlich größerer Kuchen, wo man wirklich sagen kann, jeder kann was davon haben, ja. Sehe in Wien selbst nicht so, ja. Auch wenn es da immer schön heißt, so, ja, jeder hat ja Platz und kann hier ein Stück von Kuchen haben. Ja, aber der ist ziemlich klein. Okay. Und selbst da ist es halt, wie wir vorher schon ein bisschen geredet haben, es gibt halt kleine Kunden und es gibt große Kunden. Alles dazwischen ist eher aufgrund der Finanzdinge auch gerade im Wirtschaftlichen nicht wirklich so präsent. Ja, also die shiften sich selbst noch in eine Richtung. Und die Großen kriegen halt nur die großen Sachen. Ja, und voll. Andere müssen sich dann halt wirklich den kleineren Teil nochmal teilen mit vielen anderen. Ne, und das ist halt ein schwieriges Thema. Ja, und ideal wäre es natürlich, in Wien zu wohnen und dann aber den großen Kuchen auf der ganzen Welt zu essen. Richtig, ja. Aber, wie ich schon gesagt habe, ist noch besser, am Strand zu wohnen und sich den großen Kuchen zu essen. Das haben wir hier in Wien nicht, auch wenn die Donauinsel einen guten Job macht, aber am Strand ist keiner. Ja, ich bin eher so Team Schönbrunner Bad. Oh, natürlich. Habe ich aber Gutes gehört, war ich noch nicht. Aber ja, sonst Berlin, wie gesagt, kann man machen. Ich war ganz froh, wieder in Wien zu sein, obwohl Wien halt auch seine Dinge hat. Er ist halt ein bisschen langweilig. Aber ich glaube, man kann sich das immer so gestalten, wie man es, oder? Weil du kannst ja in Wien Österreich ist jetzt nicht, wie es was ist halt, es ist schön, es ist super schön und es ist ja nicht umsonst die lebenswerteste Stadt seit dem 8., 9. Mal. Und auch nicht mehr die unfreundlichste. Ja gut, das ist fast ein bisschen traurig. Voll schade. Voll schade. Wir jetzt haben wir gar nichts mehr auf das wir stolz sein können. Erst verlieren wir bei der EM und dann nimmt man uns den Titel weg. Das ist eine Schande. Ja. Skifahren kann man bald auch nicht mehr gehen. Ich wollte gerade sagen, niemand hat damit gerechnet, dass wir bei der EM irgendwas gewinnen eigentlich. So, ich, die in ihrem Leben ein halbes Fußballspiel gesehen hat, outet sich da jetzt als Expertin. Kann ich da die Hand geben? Ja, ich schaue nämlich immer nur Italien-Spiele und nicht mal Österreich zu. Also ich habe gar nicht gewusst, dass die überhaupt weiterkommen sind. Ja. Instagram hat es mal gesagt. Aber ja, anyway, ja, es ist Österreich und Wien ist sehr, sehr schön zum Leben, aber für mich nicht, um das Leben zu verbringen. Mhm. So, also, oder andersrum, es ist tatsächlich eher schöner, hier das Leben zu verbringen, aber nicht zu leben. Okay, also du siehst oder dich am Strand kurzer Hose mit einem Espresso, kurz vorm Surfen. Du, kurze Hose, Hoodie-Wetter ist genau mein Ding und das kann von mir aus das ganze Jahr sein. Ja. Sehr gut. Brauche nicht fucking 35 Grad mitten nicht in der Stadt. Ja. Ich bin auch nicht gemacht für 35 Grad. Mir ist ab 25 zu heiß. Okay. So, ich mag das auch nicht. Crazy. Denkst du, dass in der heutigen Zeit, ich finde das super cool mit diesen, was du gesagt hast, mit den Model-Wohnungen und sowas, weil das kennst du ja tatsächlich, kennt man das nur von Germany's Next Topmodel so ein bisschen. Mhm. Ja. Und ich bin ziemlich sicher, dass das immer noch so gibt. Ja.
Aber hast du das dann selber organisiert oder hat die Agentur geholfen oder musst du das alles auf einmal machen? Nein, also das funktioniert praktisch so. In den meisten Fällen finanziert die Agentur deinen Flug und dein Hotel, also deine Unterkunft, praktisch dieses Model Apartment vor. Zumindest war das früher so. Genau, und du arbeitest es dann von deinen Jobs ab und kriegst praktisch erst dann bezahlt, wenn ihre Ausgaben gedeckt sind. Mhm. Und genau, dann kriegst du das, was du arbeitest, ab. Was voll praktisch ist, wenn du nicht arbeitest, weil du natürlich auch keine Ausgaben hast. Mhm. Also, weil es gibt natürlich auch viele Leute, die sich das jetzt von zu Hause nicht leisten können und die sich nicht einen Flug nach Mailand leisten können, aber denen trotzdem diese Chance so nicht verwehrt bleibt. Das ist sehr, sehr cool. Genau, und wenn du viel arbeitest, dann hast du es eh wieder herinnern. Glaubst du, ist es heutzutage noch notwendig, eine Agentur zu haben? Jetzt, wo sich viele, also, das ist nochmal ein anderes Thema, wo wir auch gleich hinkommen, aber wo sich viele halt auf Instagram vermarkten können, ja, selbst. Ja, also ich glaube, in dem Moment, wo es um Verträge aushandeln geht und so weiter, ist es schon immer sehr schön, wenn du eine Agentur hinter dir hast, weil ich habe lustigerweise diese Frage jetzt auch in der Model-Class gerade gehabt, die vor 2 Wochen war. Und da muss ich echt sagen, also ich hätte mir mit 16 nicht getraut, meine eigene Gage zu verhandeln. Oder was heißt getraut? Ich hätte nicht einmal gewusst, was für eine Gage ich ansetze. Jetzt ist das natürlich was ganz was anderes. Jetzt weiß ich, was bei mir was, also welche Leistung was kostet und so weiter. Aber das ist schon gut, wenn eine Agentur grundsätzlich da zuerst dahinter ist und einmal schaut, läuft alles da richtig ab. Und es ist ja auch ein bisschen ein Safety-Netz, wenn, keine Ahnung, vielleicht verhaltet sich der Kunde einmal falsch oder vielleicht ist einmal irgendwas, was einem unangenehm ist oder vielleicht hat man eine Frage, die man jetzt dem Kunden nicht stellen möchte. Und da ist es schon immer fein, wenn man eine Agentur hat, die da hinter einem steht. Und generell ist es so, dass man eine Agentur braucht, der man auch zu 100% vertraut. Also das ist super wichtig, dass man sich nicht die große, tolle mit dem guten Namen sucht, sondern dass man zu einer Agentur geht, wo man das Gefühl hat, das ist ein bisschen zu Hause und du kannst dort jede blöde Frage stellen und es ist nie blöd. Und die stehen hinter dir und sind lieb und schauen, dass dir gut geht. Ja. Genau. Weil du gesagt hast, Safety, was sind so 3 Red Flags bei Agentursuche? Also für mich ist tatsächlich, ich mag keine Agenturen, die zu groß sind, weil du bist dort automatischer Karteileiche. Das bringt einfach nichts. Dann Agenturen, wo du schon das Gefühl hast, wenn du reingehst und du hast schon nicht das Gefühl, dass du dort voll appreciated bist und dass du voll viel wert bist und dass die das voll lässig finden, dass du da bist. Und es gibt, also es gibt auch Agenturen, da gehe ich jetzt rein und denke mal, stell irgendwie mein ganzes Dasein in Frage, weil die mir nicht das Gefühl geben, ich gehöre da jetzt her. Und wenn eine Agentur natürlich, eine Modelagentur, dir das Gefühl gibt, du gehörst da nicht her, verbindet es in meinem Kopf oder macht es in meinem Kopf, bin ich Model? Wieso sehen die mich nicht als Model? Habe ich irgendwas Falsches an? Es ist eigentlich, also es ist ein Job im Äußeren, muss man sagen. Dementsprechend denke ich mal, sind meine Haare nicht gut? Wie ist meine Haut? Schaue ich heute nicht präsent aus? So, was ist das Problem? Und wenn dir jemand dieses Gefühl gibt, wo du schon das Gefühl hast, du bist es jetzt irgendwie nicht wert oder du bist es nicht, dann einfach nein. Boah, Nummer 3, na, es reicht. 2 reichen. Es sollten gar keine Red Flags auftauchen, im besten Fall. Ja, voll. Aber ich glaube, eine dritte noch, und ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ein Ding ist, aber es war auf jeden Fall damals, wie ich das gemacht habe, habe ich das super oft gesehen, dass es viele Agenturen gab, die gesagt haben, hey, zahl mal 350 € oder whatever, ja, und dann machen wir dir Fotos und du kommst in die Kartei und bla bla. Also das ist, glaube ich. Da muss man voll aufpassen, weil das gibt es tatsächlich. Mhm. Also wenn du jetzt mit einem 000, wenn du auf Level 0 startest, dann müssen die natürlich einmal eine Kartei von dir erstellen. Und dass du dort von einem mehr oder minder Profi-Fotografen fotografiert wirst, damit du einfach 4 Fotos in deinem Buch hast oder gescheite Polas machst und so weiter und die dich in die Homepage, auf der Homepage einfliegen, da ist total normal, dass man was zahlt. Und es ist auch weiterhin normal, dass man was zahlt. Also ich zahle auch jedes Jahr. Das wird immer von meinem ersten Job im Jahr abgebucht. Ich glaube, es sind jetzt 60 €. Das ist einfach für die Homepage-Wartung und für das ist so üblich und das hat jede Agentur und das ist normal und das passt auch so. Also, dass sie dir gleich Unmengen an Geld abknüpfen wollen, das ist natürlich nicht okay, einfach so. Aber wenn du sagst, du kriegst dafür Fotos und so weiter, dann ist das wieder was anderes. Okay, alles klar. Gut, wusste ich so nicht. Aber gut, ja,
kannst in die Model Class kommen. Ich weiß nicht, ob ich dann gut reinpasse. Wir probieren es nochmal mit deiner Vogue-Karriere. Gibt es genug Abdeckstift für meine Tattoos? Für manche zumindest. Viele sind eh cool. Manche. Wir tauchen dich einfach ein weg. Weil du kannst das, wenn du in so eine Agentur reinkommst und du fühlst dich nicht beachtet und sonst was, das macht ja was mit einem. Ne? Und als Model, wie du sagst, ist ein Job im Außen, obviously. Ja. Wie hast du da in jungen Jahren vor allem, ich meine, ich gehe davon aus, du bist jetzt wesentlich experienced und du weißt, was bedeutet, wenn wer was sagt oder whatever, und auf einem Set ist auch nicht immer alles Blumenwiese, ja, und easy peasy, ist auch stressig, vor allem wenn es Runway-Shows sind, weiß ich gar nicht, ob du das auch machst. Nee? Okay. Wenig. Aber da fallen halt schon mal ein bisschen schärfere Worte oder können, ja, wenn es ein bisschen unprofessionelle Fotografen sind oder große Fotografen sind, dass sie glauben, sie sind die Könige oder sonst was, ja, oder Fotografinnen, muss man auch mit reinnehmen, ja, sind auch nicht immer die nettesten Girls so, ja. Aber wie bist du da vor allem in jungen Jahren umgegangen oder was wäre dann für dich ein Tipp, wie man da ein bisschen damit ein bisschen umgehen kann, ohne dass man gleich komplett, auch wenn man näher am Wasser gebaut ist, ja, dass man nicht gleich komplett zerstört da rausgeht aus so einem Set. Also grundsätzlich muss man schon sagen, es ist, der Job generell ist nichts für Leute ohne Selbstbewusstsein. Das, oder mit wenig Selbstbewusstsein oder für Leute, die sich ständig hinterfragen und die vielleicht jetzt nicht so, also du brauchst schon dickes Fell, absolut. Ich habe das Gott sei Dank auch als sehr junge Person schon gehabt und mir tut das jetzt auch wenig, wenn ein Kunde zu mir sagt, ja, du bist, keine Ahnung, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Also das passiert und das ist in Ordnung und du kriegst Absagen, so ist das Leben. Aber tatsächlich, wenn eine Agentur sagt, ja, wir können dich leider nicht, also mittlerweile vor allem, oder? Weil ich mache den Job seit 15 Jahren. Ich weiß, was ich mache, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich arbeiten kann. Ich kenne meine Kunden, ich kenne meine Nische. Und wenn ich mich jetzt bei einer Agentur bewerbe und die sagen dann zu mir, ja, wir können dich nicht vertreten, weil bla bla bla, dann ist es schon komisch einfach. Also es, ja, aber man muss sich darauf besinnen, dass ich arbeite seit 15 Jahren, ich habe meine Sachen, so, ich mache das und für euch passt es halt gerade nicht. Also es ist nie ein Ich-Problem, es ist ein der andere, immer. Und ich war auch schon bei Jobs, wo, oder ich habe einen Job gehabt in Spanien, da war ich noch sehr jung, da hat ein Ehepaar gebucht und die Frau wollte ein anderes Model buchen und er wollte mich buchen und die haben halt irgendwie dann ausgelost und ich habe gewonnen und bin dann dort gestanden und war 3 Tage lang gebucht und es war wirklich, also es war von der ersten Sekunde an, die Stimmung am Set war beschissen, also es war richtig hart und ich war so jung und ich habe mich überhaupt nicht auskennt und die haben immer in den Laptop reingeschaut und sie hat nur den Kopf geschüttelt, sie hat echt die ganze Zeit so, ah, no. Also es ist immer schlechter worden und immer schlimmer und egal, was ich gemacht habe und egal, wie ich gepostet habe oder wie mein Gesicht war oder sonst irgendwas, es ist sich nicht ausgegangen. Und irgendwann zu Mittag, da bin ich voll stolz, dass ich das damals so gemacht habe, weil ich glaube, ich war nicht einmal 20. Irgendwann zu Mittag bin ich zu ihnen hingegangen und habe gesagt, ihr seid offensichtlich nicht zufrieden, es ist voll in Ordnung, soll ich die Agentur anrufen, die schicken euch voll gern jemanden anderen, aber ich glaube, da jetzt 3 Tage rumtun, macht überhaupt keinen Sinn, weil es ist für mich voll ungut, für euch voll ungut, also so. Und die waren dann total happy und waren so, na wirklich, hast du das bemerkt? Und ich war so, okay, come on, wirklich, so ist es euer Ernst. Es war richtig frech eigentlich. Ja. Genau, und dann haben wir tatsächlich die Agentur angerufen, die haben denen jemanden anderen geschickt und ich bin dann in die Agentur und habe mich in der Agentur voll entschuldigt. Ich habe, also dort natürlich Vollgas gemeint und habe dann gesagt, ja, es tut mir so leid, ich weiß überhaupt nicht, ich habe alles probiert und ich glaube, ich kann gut posieren und ich weiß nicht, was los war und Dings. Und die haben gesagt, Victoria, das ist voll der schwierige Kunde, entspann dich, du hast alles richtig gemacht, alles in Ordnung. Die zahlen dich jetzt trotzdem die 3 Tage, weil sie haben dich also blockiert praktisch. Ja, safe, voll geil. Ja. Hab halt praktisch die Rechte nicht gezahlt gekriegt, aber meinen Arbeitstag trotzdem. Das ist ja immer so, dass man Rechte und Tagesgage, dass das 2 unterschiedliche Sachen sind.
Und dementsprechend, ich war fein raus, voll gut. Und das ist auch voll wichtig, dass man da lernt. Und eben eine Agentur hat, die genauso reagiert, weil sie hätten genauso gut sagen können, Victoria, was ist, wenn wir jetzt den Kunden verlieren wegen dir? Was ist mit dir? So müssen wir Posing-Training machen oder so kannst du nicht liefern. Ja. Und die waren so lieb zu mir und voll schön. Voll. Und genauso soll es sein. Also es passieren, sicher passieren blöde Sachen und blöde Situationen. Und ich glaube, es gibt auch in jedem Office blöde Situationen oder Sachen, wo sich jemand überschätzt und vielleicht irgendwie ein Vorgesetzter oder Vorgesetzte irgendwie eine Grenze überschreitet. Und das gibt es natürlich bei uns genauso. Aber auf die Füße stellen und go. Aber hast du dann, was ist dann deine beste Experience oder was ist, sagen wir so, was ist dein Lieblingsprojekt, das du bis jetzt je machen durftest? Puh, das ist voll schwierig. Also ich bin voll stolz auf das, dass ich ganz viele Kunden über ganz, ganz viele Jahre halte. Das ist was total Schönes, dass ich nicht nur für eine Kampagne oder jetzt für ein Lookbook einmal da mein Gesicht hinhalte und das war's, sondern da entsteht dann so eine berufliche Freundschaft und so was Schönes, so ein schönes Miteinander, dass ich echt viele Kunden habe, die ich seit 14 Jahren habe. Also das ist richtig cool. Und ansonsten natürlich bringt mich mein Job an Locations, an die du sonst nicht kommst. Also Sonnenaufgang irgendwo in den Alpen und du wedelst die Piste runter. Also das machst du halt sonst nicht irgendwo am Gletscher oben und so. Oder ich war, das ist schon ein bisschen her, ich war in Kapstadt in einer Riesenvilla, also das war ein Hotel eigentlich, war ein Typ aus Kitzbühel übrigens, ich weiß bis heute nicht, wie er heißt, der hat die damals vermietet für diese Produktion, für US Polo war das damals und es war einfach ein unglaublich schöner Tag und das Team war, also es waren 70 Leute, eine Produktion mit 70 Leuten, nur Kamera, Licht, Wasser, bla bla bla. Also es war Catering und. Es war einfach riesig und es war mein erstes so großes Projekt. Und ich war so geflasht und es war so cool und ich habe mir den ganzen Tag nur gedacht, so wird mein Leben. Das ist ja das Ding, ja. Also man muss ja auch sagen, diese 10% unserer Arbeit, die dann genau solche Sachen sind, ja, mit großen Sets an geilen Locations, mit hinfliegen, dies, das, pipapo, ja, das ist ja auch, das ist ja das Ding, warum wir die anderen 90% machen, ja, das ist ja, ich habe das schon so oft gesagt und ich habe es letztes Mal in einer Folge, ich glaube tatsächlich beim Stefan in der Folge, habe ich auch große Props an jedes Model gegeben, weil auch das ist nicht einfach nur schön sich hinstellen, ja, das ist sehr viel Vorarbeit, ja, weil du redest ja auch trotzdem mit dem Fotograf, was die Idee ist und sowas, ja, und auch du musst warm werden, ich habe das auch aus Fotografensicht gesagt, ja, du musst auch als Fotograf mit dem Model sehr schnell, wenn du es nicht kennst, innerhalb, du hast, solange die in der Maske sitzt, hast du Zeit, weiß nicht, vielleicht dreiviertel Stunde, je nach Projekt, mit der ein bisschen warm zu werden, dass die Fotos besser werden, weil sonst ist das halt, du siehst das in den Bildern, ne? Voll, absolut, und es gibt überhaupt ganz viele Sachen, so zum Beispiel, ich mache viele so Pärchenjobs und du hast dann irgendwie genau die Zeit, in der du in der Maske sitzt und da ist ja meistens so, dass die Mädels früher kommen und die Herren erst später, weil die einfach kürzer brauchen. So, dann hast du, wenn es gut läuft, eine Viertelstunde, dass du dich mit dem Typen, mit dem du aber gleich Pärchen sein sollst, vorstellst, kurz abcheckst, ob das okay ist, wenn man sich gegenseitig berührt fürs Foto und dann bist du bumm, zack, verliebt. Und das ist einfach, also das muss man auch können und man muss es auch wollen. Genauso wie du vorher gesagt hast, die Vorarbeit, du musst dort einmal hinfahren, du bist alleine im Hotel, du musst dieses Leben, das du viel alleine verbringst und viel on the road verbringst, das muss man schon mögen. Also wenn es dir da schwerfällt, irgendwie Zeit mit dir selbst zu verbringen oder dich selbst zu beschäftigen, dann wird es schwierig. Voll. Genauso wie, also das ist zumindest bei mir so, wo ich vielleicht eher ein bisschen an mir arbeiten muss, der Job geht immer vor. Also Selbstständiger, das ist wahrscheinlich bei dir auch nichts anderes, oder? So, ich räume mir schon 3-4 Geburtstage im Jahr, so von meinen engsten Mädels und Familie. Das räume ich mal halbwegs frei. Aber ansonsten, wenn du nicht dabei bist, bist du nicht dabei. Ist so. Das ist leider das Problem, auch wenn du Sachen halt absagst, dann wirst du kein zweites Mal gefragt. Ganz genau. Also es ist, man schiebt halt, also auch Urlaub zum Beispiel. Ich wollte mit meinem Partner jetzt im Februar
also zuerst eigentlich im Jänner nach Kapstadt fliegen. So, dann ist das nichts geworden, weil er ist Schauspieler, dann hat der ein Angebot gekriegt. Ja gut, dann haben wir gesagt, wir schieben auf Ende Februar. Dann habe ich voll den schönen Job gekriegt, dann haben wir es wieder geschoben. So, waren wir in Kapstadt? Nein, natürlich nicht. Naja. Haben wir zwei Jobs gemacht? Ja, toll. Also das ist ja, hättest das Geld verdient, um Kapstadt zu machen, aber nicht die Zeit. Ganz genau, ganz genau. Und das ist natürlich... Das ist natürlich voll schön, weil wir haben zwei voll coole Projekte gemacht und an zwei richtig schönen Sachen gearbeitet. Aber gerade wenn zwei Leute in einer Beziehung so einen Job haben, weil jemand anderer nimmt sich frei und wenn der dort Urlaub eintragen hat, dann muss der dort Urlaub machen, oder weil es richtet sich nicht das ganze Büro danach, wenn der jetzt doch irgendwas verwechselt. Aber gerade wenn zwei Leute sowas machen, so, es geht immer, immer, immer der Job vor. Und das ist auch echt was, das muss ich selber immer noch lernen. Und ich bin dieses Jahr... Okay, Anfang des Jahres war es nicht so gut, aber jetzt gerade tatsächlich ganz gut dabei, auch einmal zu sagen, hey, na, ich möchte auch einmal ein bisschen einen Sommer haben. Ich arbeite jetzt, aber ich halte mal zwei Wochen jetzt nochmal ein bisschen frei. Ja, mal schauen, wie es dann tatsächlich funktioniert. Aber ist es bei dir nicht so? Dann nimmst du dir extra Zeit für den Podcast. Oder? Ja, und dann nehme ich mir Zeit für den Podcast. Es zählt als Arbeitstag tatsächlich. This is my life. Ja. Kenne ich auch. Manchmal muss man aber einfach sich die Zeit dann nehmen. Ja, ich weiß nicht, vor zwei Jahren habe ich dann irgendwie gesagt, okay, gut, ab November arbeite ich nichts mehr. Ja. Fertig so. Ja. Ab November oder bis März, bis, April. Bis die, ja, quasi, also bis die Saison wieder anfängt und es ist halt, im Winter ist im Film eh ein bisschen weniger los, ja, ist halt mehr Studio-Stuff, auch mit Fotografie. Im Sommer ist auch immer so ein bisschen ein Sommerloch. Ja. Wer will bei 35 Grad irgendwas machen, ja, rinnt da eh alles auf, auch beim Model halt das ganze Make-up. Also, ja, wir wissen, voll. Das gescheit machen. Nein, ich muss sagen, mit 36 jetzt vor allem, ja, oder sagen wir so, ich meine erste Firma gegründet mit, glaube ich, 19, 20, ja, arbeite durch, seitdem ich 16 bin und habe dann durchgearbeitet bis 25. Keinen einzigen Urlaub gemacht, gar nichts gemacht, mein Geld nur in mein Business investiert, ja. Vieles versenkt, aber trotzdem investiert, ja. Es war ein Learning. Und mit 25 war ich dann irgendwie an einem Punkt, wo ich gesagt habe, es rennt gerade gut und ich fahre jetzt mal auf Urlaub und lerne ein bisschen Klavier spielen und sowas und habe mich wirklich mal auf mich so ein bisschen geschaut. Die Jahre danach war dann eh Berlin und Stuff, ja, das war dann wieder was ganz anderes. Aber auch jetzt mit 36 muss ich sagen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückschaue, hätte ich gerne ein paar private Sachen anders gemacht. 100%. Freunde und so, ja, also voll. Alles. Und da finde ich es ein bisschen schade, aber ich denke da nicht viel drüber nach, weil ich habe mich dazu entschieden und ich kann es nicht ändern. Oder ich kann es nicht ändern, was war, ich kann es nur ändern, was jetzt wird. Genau, ja. In der Zukunft kann man ein bisschen mehr drauf schauen. Voll, oder? Also es ist klar, die Welt funktioniert heute auch ein bisschen anders als damals. Ist auch nochmal leichter, wie du sagst, ja, FaceTime und sowas gab es damals nicht. Ja. Solche Dinge kannst du jetzt wesentlich leichter organisieren, dass du trotzdem in Kontakt bleibst mit Leuten. Ja. Damals warst du, ich bin nach Berlin gezogen und Österreich war und du warst einfach aus, weg. Ja, safe. Ja. Ja. Und Österreich gab es so quasi nicht mehr, ja, außer so ein, zwei Leute oder so. Also, und deswegen, es ist dann einfach, was ist da wichtig, ja? Prioritäten setzen. Ja. Weil es ist dann natürlich immer die Frage so, okay, zahlt sich jetzt aus? Weil das Ding ist, wenn du Urlaub machst, du gibst halt Geld aus und du verlierst Geld, weil du einen Job nicht machen kannst. Ja? Das ist ein doppelter Verlust eigentlich. Genau. Ja? Und dann musst du halt überlegen, okay gut, ist es mir gerade mehr wert, sagen wir 2.000 Euro auszugeben für eine Woche und 2.000 Euro nicht zu verdienen? Ja. Oder will ich halt 4.000 Euro haben? Ja. Das ist halt, muss man dann halt entscheiden. Ne? Ja, und du, also es ist ja auch als Selbstständiger einfach, du weißt ja auch nie, geht es so weiter wie bisher. Voll. Also ja, ja, wissen wir schon ungefähr, weil wir machen es beide lang genug, um zu wissen, dass wir jetzt nicht von heute auf morgen keine Jobs mehr haben. Aber trotzdem, man rechnet ja immer so ein bisschen auf Safety und immer so ein bisschen, geht's eh und bin ich eh nicht von heute auf morgen das uninteressant. So ein bisschen always watching. Ja, SVS zahlen wir trotzdem. Ja, so. Du sagst nicht, okay, du bist im Urlaub, zahl trotzdem. Ja, ist uns wurscht. Ja, eh. Ist ja auch, also, ist ja auch gut so, also, ist ja auch normal. Ja. Aber natürlich, also, und ich wollte gerade sagen, ich bin generell so eine Go-Go-Go-Person und muss mich da eh immer wieder ein bisschen runterholen. Ich habe das letztens auch zu meinem Freund gesagt, der hat gesagt, ja, er dreht jetzt das und das und hat so ein bisschen im Spaß gesagt,
war jetzt rich and famous. Und also ich hoffe nicht im Spaß, aber so ein bisschen witzig. Und ich habe gesagt, ich bin so ready für dieses Trophy Wifi Life. Und er schaut mich an und sagt, Victoria, du kannst nicht einmal einen Nachmittag auf der Couch sitzen und nichts machen. Du bist überhaupt nicht gemacht für Trophy Wifi. Und es ist echt so. So, mich erfüllt Arbeit halt auch so extrem. Und wir definieren uns ja alle auch über das. Und jetzt habe ich zusätzlich zum Modeln die Model Class. Und jetzt habe ich zusätzlich zur Model Class angefangen, Pilates zu unterrichten, weil es mir so Spaß macht und weil das total harmonisch irgendwie aus dem Nichts gekommen ist. Und jetzt unterrichte ich meine Events und mache meine Sachen und es taugt mir so sehr. So, bumm, zack, jetzt habe ich 3 Jobs. Ja, weniger wird es nicht. Also. Jetzt hast du das Segway für mich gelegt, weil sonst hätte ich gesagt, so, ja, okay, gut, du redest, dass du gerne weniger machen würdest und dann holst du dir noch mehr Jobs mit rein. Ne? Wie war die Idee mit die, für die Model-Sache, dass du jetzt Leute unterrichtest für die, in der Model-Class? Du, das ist tatsächlich ganz easy gewesen. Ich kriege die letzten 10 Jahre ständig auf Instagram natürlich mal mehr, mal weniger Nachrichten von jungen Leuten oder auch nicht so jungen Leuten, die sagen, hey, wie finde ich die richtige Agentur? Wie komme ich in dieses Business überhaupt rein? Kann ich Model werden? Kannst du mir einen Fotografen empfehlen für Testshootings? Und. Und ich habe das immer voll lieb alles beantwortet. Und das tue ich auch immer noch. Also wenn mal irgendwer schreibt und irgendwer eine Frage hat, ich hätte mich damals so gefreut, wenn es dieses Tool geben hätte, wo ich jemandem einfach eine Frage stellen kann. Deswegen, ich freue mich voll, wenn mal irgendwer schreibt und oder wenn es kommt auch manchmal vor, dass Leute auf der Straße herkommen und sagen, hey, ich kenne dich. Ehrlich, ja. Das ist richtig süß und ich mag das voll gern. Und genau, und irgendwann habe ich mich dann mit einer Freundin unterhalten, mit der Angelika Kreuz, dieser Fotografin, und die hat gesagt, ja, voll witzig, weil ihr schreiben so viele, was sie an, also wie sie irgendwie an bessere Fotografen rankommen oder ob sie immer mit ihnen ein Shooting macht und hin und her, und die ist halt ausgebucht ohne Ende und hat auch noch einen regulären Job, also die macht wirklich 100.000 Sachen und hat dementsprechend auch die Kapazität nicht, und wir haben gesagt, ja, dann setzen wir uns jetzt einmal zusammen und machen sowas, und dann erst ist mir eingefallen, dass ich ja sowas gemacht habe. Also so. Es hat auch ein bisschen gedauert. Ja. Genau, und dann ist mir eingefallen, dass ich sowas gemacht habe vor 15 Jahren und das war aber damals von Leuten geleitet, die eigentlich nicht in der Branche waren und die jetzt nicht so die Insights gehabt haben, wie ich oder die Angie jetzt haben. Und wir haben dann ein bisschen zusammengeschrieben, was wir den Leuten eigentlich bieten wollen oder können. Und es war irre, weil unsere erste Class war super schön, voll gut besucht. Und wir haben uns so als Schedule praktisch das so vorgestellt, dass wir uns zuerst hinstellen und ein bisschen so grundsätzlich drüber reden, was man befolgen muss und was man mitnimmt und was man macht und so ein paar Know-how-Sachen einfach. Und auf einmal haben die alle ein Notizbuch rausgenommen und haben mitgeschrieben, und die haben 1,5 Stunden ohne Punkt und Komma geschrieben. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Und das sind für mich ganz normale Sachen. Das sind die Sachen, an die ich jeden Tag denke, weil das mein Job ist und die ich einfach mitnehme oder vorbereite oder nicht mache oder mache oder was auch immer. Ja, und die sind da gesessen und die waren so geflasht von jeder einzigen Aussage, die wir da getroffen haben. Und wir haben uns gedacht, boah, das ist mega. Also das ist voll schön, dass wir so einen Benefit weitergeben können durch unsere Erfahrung. Das ist richtig fein. Genau, und so hat sie das weitergespielt, und dann sind immer mehr Leute auf uns zukommen, und wir machen mittlerweile auch Einzelcoachings. Eigentlich sogar viel lieber, weil du trotzdem in einem One-on-One-Setting viel mehr weiterkriegst. Das ist eh in jedem, in jedem Bereich so. Dann ist jeder einfach anders. Genau, und wir haben Best-Ager-Models oder Männer, oder es ist ganz egal, wir lernen jedem was. Ja, na, wir haben einfach, man merkt es eh so, ich plaudere gern und habe immer zu allem eine Geschichte. Und es, ich glaube, die Leute fühlen sich ja sehr gut abgeholt, wenn die jetzt irgendeine Frage stellen und ich kann die Frage schon mit einer Story beantworten, weil in 15 Jahren ist da halt einfach auch wirklich schon alles passiert. Und es ist alles schon mal vorkommen und dementsprechend kannst du überall sagen, ah, bei mir war das so und so, du könntest machen das und das. Und voll, genau. Ja, und dann habe ich noch die dritte Geschichte angefangen. und habe beschlossen, ich wäre jetzt Pilates-Trainerin. Aber wahrscheinlich, weil du davor Pilates mehr als genug gemacht hast. Voll. Also ich bin grundsätzlich immer schon sehr, sehr sportlich und habe tatsächlich auch durch diverse Lockdowns noch mehr meine Liebe zum Sport und grundsätzlich zur Bewegung gefunden.
und habe dann beschlossen, eine Pilates- und Yoga-Trainer-Ausbildung zu machen, einfach weil ich für mich wissen wollte, wie kann ich das Ganze verbessern, mache ich das alles richtig, weil wir haben alle gefühlt 3 Jahre lang vor unseren Laptops rumgeturnt. Ja. Man macht es halt, man versucht es zu machen, was diese Insta-Mäuse da machen, aber macht man es richtig? Ja. Großes Fragezeichen. Ja. Eben, und dann habe ich mich da angemeldet und habe das gemacht und es hat mir so viel Spaß gemacht und wir mussten im Zuge dieser Ausbildung voll viel unterrichten natürlich, eh klar, und praktisch Praxisstunden sammeln. Und das habe ich gemacht und es ist mir so leicht von der Hand gegangen und es hat mir so Spaß gemacht und es war für mich so easy, auch diese Stundenbilder zu erstellen und diese Flows zu erstellen und so weiter. Und dann ist eine Bekannte von mir auf mich zugekommen und hat gesagt, du magst in meinem Studio unterrichten. Und ich habe gewusst, also regelmäßig unterrichten funktioniert auf gar keinen Fall, weil ich habe einen Job. Und die ist aber selbst Model und Schauspielerin und hat gesagt, mach einmal eine Stunde in der Woche. Und wenn du kannst, kannst du. Und wenn nicht, übernimmt zwei andere oder wir lassen es ausfallen oder so. Und genau so hat es dann angefangen und funktioniert mega gut und dann habe ich angefangen, meinen ersten Pilates-Brunch zu hosten und weil ich das ja schon gern mag, wenn mehrere Leute zusammen sind und weil das halt dann einfach auch so ein bisschen ein, unter Anführungszeichen, Business-Charakter dahinter hat und das habe ich gemacht und das mache ich immer noch und es taugt mir voll und mittlerweile ist es so, dass mich Studios anschreiben und fragen, ob wir mal für so ein Event buchen können und das ist voll schön. Also, Yoga steht tatsächlich seit Jahren auf meiner Liste, das mal auszuprobieren. Einfach nur, weil ich weiß, dass ich älter werde und dass ich weiß, dass wenn ich nur im Gym Gewicht herumschupfe, dass sich alles verkürzt und ich irgendwann super Buhler daherkomme wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht. Man muss allerdings auch sagen, Pilates ist das neue Yoga. Also du bist herzlich gerne eingeladen zu mir in eine Pilates-Stunde. Aber das ist viel schwieriger als Yoga. Ja, es ist voll schwer, es ist voll geil, weil alle Männer, die kommen und so starke Männer sind und sportliche Männer sind, kommen und sind wirklich, also drenched, die sind so nass nach den ersten 3 Minuten und ich sage immer, Leute, das war das Aufwärmen. Und die sind so, weißt du, und dann gebe ich ihnen 1,5 Kilo Hanteln in die Hand und jeder ist so, come on, 1,5 Kilo. ja, aber du haltest die 1/4 Stunde und machst 27 verschiedene Übungen und dann Pulse, Pulse, Pulse. 1,5 Kilo sind schwer genug. Vielleicht schaue ich mir das nochmal an. Bitte mach das, wirklich, ich würde mich voll freuen. Ja, okay. Das wäre lustig. Okay. Wenn ich Zeit finde. Ausrede. Wir haben es on camera. Es ist tatsächlich eine Ausrede, weil ich überlege mir das schon sehr lange, weil ich weiß, dass ich mich mehr, ich sage jetzt mal, flexibel halten sollte. Man schafft auch extrem viel Körperbewusstsein und das finde ich immer so schön. Ich möchte nicht, dass die Leute, die zu mir in einer Stunde kommen, glauben, sie werden jetzt durch diese eine Stunde voll schlank und voll bla bla bla. Völliger Blödsinn, um das geht es überhaupt nicht. Du sollst dich groß und stark fühlen und genauso unterrichte ich auch. Es ist ja mehr Core-Muskulatur, genau, statt halt jetzt wirklich abnehmen. Genau, und es geht voll viel um Haltung. Muss ich mich gleich gerade hinsetzen? Und es geht, knackst du es, und es geht voll viel um Haltung und um Präsenz. Und ich glaube, dass du einfach, wenn du so einen Sport machst, den du so bei dir machst, weil das ist ein sehr bewusstes Training, dass du einfach ganz anders in die Welt gehst. Ja. Nein, okay, gut, werde ich. Bitte komm, bitte komm einfach, okay? Okay. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn es ein bisschen kühler ist als jetzt, to be honest. Weil, ja, verstehe ich. Weil ich fange jetzt schon an zum Schwitzen, bevor ich überhaupt im Gym bin. Also das du kannst so tun, als wäre das einfach schon der Aufwärmen. Es sind alles Ausreden. Ja, okay, gut. Ich werde es mal anschauen kommen. Okay. Nur wenn du der Coach da vorne bist. Ja, ja, 100%. Na, zu meinem anderen darfst du eh nicht gehen. Okay, das wäre ja jetzt frech. Hey, Vicky, kennst du jemanden, wo ich hingehen kann? Nein, gibt keine andere Pilates-Trainer. Ich will immer Modelschule sagen, ja, und das so heißt es ja nicht. Ja, und ich will, ähnlich, Modelclass. Modelclass, deswegen stotter ich jedes Mal, den Namen sagen will, weil ich will nicht Modelschule sagen, weil ich würde das ja gerne namentlich richtig hier sagen, ja, damit das auch jeder checkt. Ja. Modelclass, so. Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht? Modelclass ist einfach ein guter Name, weil Anglizismen bei uns immer gut funktionieren und so. Das wollte ich sagen, weil wir vorher über Instagram geredet haben und dass du auch Fragen über Instagram bekommen hast. Ne?
Wie stehst du, ein bisschen unpopular Opinion, I guess, ja, aber was denkst du, weil ich auch dieses Gespräch im Zuge mit Fotografen hatte, ja, ab wann man sich Fotograf nennen kann oder sollte, und viele haben da unterschiedliche Auffassungen, und ich muss da immer selber ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu großkotzig wirke oder werde, indem ich sage, du nicht. Wie siehst du das beim Models an? Weil ihr habt, ich habe gesehen, auf der Modelclass steht, wenn du, egal wer du bist, jeder kann Model sein, wenn er das dann gerne sein will. Also ich glaube, dass man, wir haben vorab auch schon ein bisschen geredet, ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo es unter Anführungszeichen leichter ist, Model zu werden, als jemals zuvor. Weil diese, also es werden Charaktere gesucht, es werden besondere Gesichter gesucht, es werden alle Körpergrößen, Hautfarben und Ethnien und so weiter gesucht, was früher definitiv nicht der Fall war. Ja. Also früher, vor 10 Jahren, ist noch gar nicht so lange her, aber es hat sich einfach jetzt in den letzten 2-3 Jahren wahnsinnig viel verändert, und jede Anfrage ist Diversity und so weiter. Also ich glaube, dass Leute, die früher nicht für Model schön, unter Anführungszeichen, gehalten worden sind, jetzt durchaus Model schön sein können. Und dementsprechend werben wir natürlich auch mit dem Spruch, dass es jeder ausprobieren kann, weil das kann jeder ausprobieren. Und nur weil eine Agentur zum Beispiel sagt, dass es nicht das Richtige ist, heißt das nicht, dass die andere nicht sagt, hey, du schaust doch mal ganz anders aus. Ja, voll lässig, dich verdreht man sofort. Also die Frage ist, ich glaube, man ist dann Model, wenn man den Beruf tatsächlich auch ausübt und wenn man tatsächlich auch gebucht wird für diesen Job und wenn du da 3-4 Jobs machst, dann hast du definitiv schon die Berechtigung, würde ich jetzt einmal sagen, also ohne, dass ich mir da jetzt anmaße, das irgendwie so, es klingt immer so arg, weil ich gebe die Berechtigung ja nicht her, aber aber Model dann, Police. Ja, you are not. Keine Lizenz. Auwe. Deswegen sage ich, unpopular Opinion ist ein schwieriges Thema, vor allem heutzutage. Na, aber dann, also, weißt du, wenn du den Beruf ausübst, dann hast du den Beruf, Punkt, aus Ende. Ja. Und mittlerweile ist es um einiges einfacher, diesen Beruf auszuüben, als früher, wie ich angefangen habe, war das kein Beruf. Da hat überhaupt niemand gewusst, was das eigentlich ist. Meine Oma fragt mich immer, ob das eigentlich wirklich mein Ernst ist. Also, die ist die. Ich meine, den Beruf gab es schon für Supermodels. Ja, für Supermodels, genau. Aber nicht für jemanden, der jetzt, also der meine Jobs macht. Ich weiß gar nicht, wie das früher gegangen ist, weil jede Firma, mit der ich arbeite, die haben ja früher auch ihre Sachen produzieren müssen. Aber gefühlt war früher nur Heidi Klum und Tyra Banks. Und das war's. Also, I don't know. Aber für mich ist dann immer die Frage auch, vor allem wenn man jetzt dann wirklich solche Größen auch hernimmt, ja, die haben damals den Beauty-Standard gesetzt. Ja? Das waren Victoria's Secret Models. Ja? Das war so, jede Frau hat gesagt, so will ich aussehen. Ja? Das ist das, was ich, das ist schön. Das sagt jeder Mensch. Ja. Es gibt ja halt, das ist ja das Ding, was ich so ein bisschen schwierig finde. Es gibt eine Definition von schön grundsätzlich. Ja? Was ist der Durchschnitt? Was ist der von normschön. Normschön, genau richtig. Ja. Das ist der Durchschnitt schöne Mensch als Frau und als Mann. Ja. Und das waren wahrscheinlich Umfragen, und da haben sich die Leute darauf geeinigt, dass das im Durchschnitt schön bedeutet. Ja. Und das waren halt auch dann eben Supermodels, wo du sagst, okay, gut, die Hagerl unter allen diesen Dingen, ja, und was die erfüllen. Aber heutzutage, ich meine, das verwassert halt hart. Ich denke mal so, wo geht das dann, oder was bedeutet das für eine Gesellschaft oder Society grundsätzlich, was jetzt super poetisch fast ist, ja, und politisch, aber was bedeutet das für die Welt und für die Gesellschaft an sich? Weil da hängt ja, das ist ja das, was viele nicht checken, ja, an sowas wie einem Model hängt auch die Modebranche, hängt oder auch umgekehrt, ja, das ist ja vice versa, ja. Und bis es dann bei einem H&M hängt, Hausnummer, ja, gibt es das ja schon jahrelang woanders, im High Class, ja, bis das runtertropft zum leistbaren Sektor. Und das ist so, okay, gut, wenn du anfängst, den Beauty-Standard oder das Ganze zu verwässern und breiter aufzubauen, was ist dann, wo wird dann nicht alles einheitlich und fad und langweilig? Auch wenn man sagt, nein, weil wir holen viel mehr interessantere Typen dazu, denke ich mir so, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass das so
zum Translaten ist wirklich, ja? Boah, ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema, weil du ja dann, eigentlich geht es ja immer nur darum, dass sich jede Person gesehen fühlt und abgeholt fühlt. Und weil du vorher gesagt hast, da waren die Supermodels und das ist so der Standard und Dings. Und damals hat man immer gesagt, 90, 60, 90 ist so dieses Idealmaß. So, sage ich da mal was. In Mailand, wenn du 90, 60, 60, 90 hast, bist du zu viel. Also dieser Standard ist auch überall was anderes. In Brasilien ist schön was ganz was anderes als in Österreich. So, ich finde, es ist generell extrem schwer, diese Norm irgendwie zu kreieren. Und ich glaube, darum geht es, dass man weggeht von diesem einen Bild, sondern dass man halt einfach die Leute auf der Straße abholt. Und das ist halt nicht immer die Blondine mit der Größe 34 und den blauen Augen. So schauen halt nicht alle aus. Aber die Frage ist dann wieder, und das haben wir auch kurz angesprochen vor dem Podcast, ich komme aus der Werbung und ich weiß, wie die Werbung funktioniert und ich weiß, dass niemanden interessiert. Ja. Hauptsache, es kommt das Geld rein. Ja? Und wenn du, je mehr unterschiedliche Typen du ansprechen kannst, desto mehr unterschiedliche Typen kaufen bei dir. Ja? So ist es und desto mehr machst du dich natürlich als Firma auch beliebt. Also klar, wir haben wie du gesagt hast, vorher schon geredet, es ist einfach das neue Greenwashing, wenn du nicht einen asiatischen Typen auf deinem auf deiner Werbekampagne hast und irgendwie am liebsten noch ein homosexuelles Couple, dann, also du willst halt zeigen, ja, wir akzeptieren auch alles und jeden und Dings. Und die machen das aber nicht, weil sie das wirklich machen wollen, sondern weil sie wissen, dass sie sonst gegen die anderen Firmen einfach verlieren. Und es ist zwar trotzdem dann schön, wenn das Plakat so ausschaut, aber der Gedanke dahinter ist oft nicht der beste. Ja. Für mich frage ich mich dann immer, und das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr deep gedacht, ja, und ich glaube, so weit denken Leute, die Models grundsätzlich einfach nur sehen und gar nichts damit zu tun haben, halt gar nicht in die Richtung oder mit der Branche grundsätzlich. Ja. Aber das Ding ist, ist das nicht schon wieder rassistisch und sexistisch, wenn du, oder Profiling, ja, wenn du sagst, okay, gut, ich brauche eine asiatische Frau, ich brauche einen schwarzen, übergewichtigen Mann, ich brauche jemanden, der non-gender, binary, wie auch immer, das heißt alles, braucht. Ja. Das heißt, du hast trotzdem eine Liste, damit du Sachen erfüllst und du profilst dir dann wieder die Leute, ja, und sagst nicht, ich will ja nicht sagen, für mich ist das beste Beispiel immer ein bisschen Zalando, ohne dass ich die Verantwortlichen kenne, ja, ohne denen zu unterstellen zu wollen, dass die das nicht aus einem guten Zweck oder Sinn heraus machen wollen. Aber ich weiß, wie es rennt und ich glaube, also wenn sie es machen, Kudos, ja, aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist in meinem Kopf sehr gering, ja. Und ja, ich glaube, wir müssen uns mehr darauf fokussieren, dass es wichtig ist, was es einfach nach außen ist. Mhm. Und das dahinter darf man gar nicht großartig hinterfragen, weil das jetzt der Eigentümer von Firma XY, ob der jetzt voll dahinter steht, dass da jetzt alle Ethnien vertreten sind. Ich glaube aber fast schon, dass man ein bisschen dahinter schauen sollte. Vor allem für die Leute, denen das so hart wichtig ist. Weißt, also 100%. Als weißer Mann, was soll ich jetzt, hetero, sonst was, also ich bin das, der Teufel persönlich sowieso in der heutigen Zeit, also was darf na, ich sagen? Gar nicht. Ja? Ich glaube, es geht darum, dass wir uns alle ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen und du bist gar nicht der Teufel persönlich, sondern es geht darum, dass wir uns damit beschäftigen und jemanden, den das dann tatsächlich interessiert und dem das tatsächlich wichtig ist, der schaut eh, ob die Firma wirklich so, übrigens voll arg, habe ich letztens erfahren, also Firma Gucci ist von einem Mann gegründet und der hat 3 Kinder, 2 Söhne, eine Tochter. Und die Tochter war von Anfang an im Unternehmen und voll dabei und hat voll mitgearbeitet. Der Mann ist gestorben, hat das Unternehmen nur seinen 2 Söhnen überschrieben und hat gesagt, es wird niemals, das ist praktisch Company Policy, es wird niemals eine Frau an der Spitze dieses Unternehmens stehen. Ist eine crazy Story. Ich habe die auch gelesen, letzte Woche, glaube ich, oder so. Gelesen, du hast das gleiche TikTok gesehen wie ich, glaube ich. Ich habe kein TikTok. Ja, ich auch nicht, aber so, es ist so Instagram. Oder ich habe was gesehen. Ja. Oder, ich habe das auch, ich habe das auf Instagram als Reel gesehen, daher kommt mein fundiertes Wissen. Aber das finde ich so hart. Ja. Und also, es ist schon spannend, wenn du so ein bisschen die Unternehmenspolicy dahinter, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und schaut, ob die Leute wirklich, wie die wirklich arbeiten.
Absolut, ja. Voll. Ich meine, grundsätzlich finde ich es, wenn man jetzt wie heißt das, was heißt, hat sich einen super tollen Namen, irgendwie so Modegeschichte oder sowas, ja, da ein bisschen reinschaut, wie viele Männer eigentlich Frauensachen designen, ja, oder wo die ganzen großen Brands herkommen, wo meistens Männer die Sachen gegründet haben und begonnen haben. Ja. Oder überhaupt, wenn Sachen designt werden, die für, also zum Beispiel Zara, also ohne jetzt gegen dieses Unternehmen zu bashen, aber also ich bin eine Größe 34, manchmal 36, ja in Zara 34 Hosen brauche ich mich nicht reinzwängern. Also das ist Wahnsinn. Glaubst du, hast du das damit zu tun, dass sie Spanier sind? Keine Ahnung, aber das ist, also die produzieren ja trotzdem auch für einen österreichischen Markt, oder das ist ja, das sind ja andere Kollektionen pro Markt. Das ist Zara produziert nicht eine Kollektion für alle, sondern in Spanien gibt es andere Sachen als bei uns. Okay, dann verstehe ich zum ersten Mal nach 36 Jahren, warum Frauen in jedem Ort woanders zum Zara laufen, wo ich mir denke, ja, es gibt andere Sachen. Daheim, ja? Nein, es gibt andere Sachen, I know. Und in Spanien übrigens ist er viel besser. Aber es ist wirklich so, und es ist ungünstiger. Und es ist voll arg, weil die Sachen sind, wo ich mir denke, ich bin schon das Model. Mhm. Und die passen auf meinen Körper nicht. So, wie gibt's denn das? Wie soll sich denn da eine Frau fühlen, die mehr Oberschenkel, mehr Hintern, mehr Busen, mehr keine Ahnung hat? Mhm. Also das finde ich schon manchmal ein bisschen fragwürdig, wer da dahinter steckt und sich das überlegt. Da bin ich nicht so intuit, was da für eine Strategie dahinter ist. Genauso wie das Lighting in Kabinen und sowas. Die Sachen sind zu klein. Das ist die Strategie, es ist alles winzig. Vielleicht bin ich auch zu alt, um Zara-Kundin zu sein. Kann auch sein. Maybe, I don't know. Ja. Vielleicht wollen die einfach Gen Z. Ja. Möglich. Das kann auch sein. Wie gesagt, da bin ich nicht so deep into it, aber wie gesagt, die Modebranche bin ich ein großer Fan von, grundsätzlich, wie das abläuft und wenn es vor allem noch, wie die ganzen Anfänge waren von den ganzen Designern und sowas, also das finde ich super interesting. Wie gesagt, für mich immer großes Shoutout an jedes Model, das da draußen arbeitet. Und weil das Ding ist auch so ein Model-Alltag, ja, ist ja, weiß nicht, auch wenn du 12 Stunden am Set bist, arbeitest du vielleicht das meiste ist halt warten in der Maske und dass das Setting umbaut wird und dies, das, jenes, ne? Das kommt natürlich auch drauf an, was für Job das ist. Also es gibt natürlich, ich mache zum Beispiel ganz viel Online-Shops und in Online-Shops ist echt so, du kommst hin, du bist im Make-up, du bist nach 1,5 Stunden mit dem Make-up fertig und dann ist zack, 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 zack. Und das, bis die Ware fertig ist. Und das sind halt dann teilweise, keine Ahnung, manchmal sind es 50 Stück und manchmal sind es 100 Outfits. Ja. Und 100 Outfits durchshooten, also das musst du schon auch können. Du musst schnell sein und performen können und so weiter. Und das ist dann, glaube ich, auch wieder was, wo man dann sagen kann, okay, also du bist Model oder du kannst Model sein. Das ist halt einfach ein Skill auch. Was machst du, weil gerade wenn man sagt, okay, gut, die Agenturen oder Kunde oder sonst was schaut jetzt extra, dass er halt, wie gesagt, so diverse wie möglich ist. Ja? Ich meine, das nimmt dir dann auch eher einen Spot für dich weg, mehr oder weniger. Also, oder für jeden anderen auch, ja, die normalerweise natürlich gebucht wurden. Ja? Wenn es heißt, wir brauchen 5 Models, die sollen alle unterschiedlich ausschauen, gibt es nur noch einen Spot, wo du reinpasst, statt wir brauchen 2 Blonde oder sowas. Ja? Aber zusätzlich dazu, weil du auch vorher irgendwo erzählt hast von Agenturleiche, ja, wie gehst du damit um oder passiert dir das, dass es dann in Agenturen gibt es einfach nun mal oft die gleichen Typen, ja, also auch bei Männern, ja, ich sehe das super oft, wenn ich die Karteien durchgehe und mir ein bisschen was raussuche. So. siehst du halt natürlich super oft denselben Typ, Mann, Frau, whatever, ja. Und ich habe das Gefühl, dass sie dann eher immer die neueste Edition quasi pushen wollen und sagen, die da ein bisschen irgendwie schon länger drauf sitzen, weiß ich nicht, vielleicht sind das dann irgendwie teurere oder I don't know, wie funktionieren die Agenturen, Modelagenturen, keine Ahnung, ja, wie das da in Haus oder so abläuft. Aber wie ist das jetzt schon passiert oder weißt du von irgendwas, wo es da passiert ist? Oder? Also grundsätzlich ist es so, dass jede Agentur so ihre Moneymaker hat. Und das sind die Leute, die arbeiten. Die wissen, die arbeiten während Corona, die arbeiten während, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Wirtschaftskrisen, die arbeiten während Diversity gefragt sind und sie sind nicht diverse. Also es gibt so Leute, die einfach immer arbeiten und die hat jede Agentur. Und dann zusätzlich, natürlich versuchen sie auch,
die neuen Gesichter zu pushen, Gott sei Dank. Mhm. Sonst wäre es ja auch voll traurig eigentlich. Und sonst brauchen sie es ja auch nicht aufnehmen. Und Agenturen gehen natürlich auch viel mit den Trends, ist eh klar. Und wenn die jetzt sehen, okay, das und das Model hat so und so viele Instagram-Follower und hat vielleicht auch noch einen YouTube-Channel und ist diverse, ja, dann stürzen sie sich natürlich auch auf das, weil die davon ausgehen, dass diese Person Geld bringt und nichts anderes ist es. Also es geht ja am Ende um Geld. Es geht immer nur um Geld, das genau. ist sehr richtig. Ja. Wenn du, so für die Leute, die zuhören auch, ja, auch wenn das so ein bisschen in deine Model-Class reinspielt, ja, 3 Tipps für gute Polaroids. Was würdest du da jemandem, der sagt, hey, ich würde gerne eine Agentur Sachen schicken, ja, und das sind ja halt meistens Polos am besten. Ja. Ja. Was wären da so deine 3 Tipps, das zu machen? Also das Wichtigste, gerade für die, also grundsätzlich das Wichtigste, gutes Licht und kein Firlefanz im Hintergrund. Also am liebsten wirklich weiße Wand und gutes Licht von vorne oder von leicht schräg, einfach damit man schön ausgeleuchtet ist und so weiter. Grundsätzlich ist es auch so, dass ich Polaroids nie machen würde, wenn die Agentur sagt, schick uns bitte jetzt schnell Polaroids, sondern macht es an einem Tag, wo es euch gut fühlt. An einem Tag, wo man sich gerade bei Mädels, so Zyklusschwankungen, was auch immer, ich mache die auch nicht, wenn ich meine Tage habe. So, das ist einfach so. Und da kann man auch ganz normal drüber reden. So, genau, an einem Tag, wenn man sich gut fühlt und frisch gewaschene Haare hat und eine gute Haut, dann stellt man sich hin und dann bittet man jemanden. So, Nummer 3. Es ist immer voll schwierig, das mit einem Partner zu machen. Ich würde das mit einer Freundin oder mit einem Freund machen. Ich finde es mit einem Partner grundsätzlich schwer, einfach weil der einen anders sieht. Und ich sehe das bei mir selber oft, wenn der Max ein Foto von mir macht, man kennt das aus dem Urlaub, oder? Die Partner machen Fotos von einem und du denkst, so schaue ich doch nicht aus. Und der sagt dann aber zu mir, doch, genau, so schaust du aus, du schaust voll lieb aus, schau deine Augen, schau dein Dings. Und ich habe irgendwie ein Doppelkinn und keine Ahnung. Und genau so ist es bei Polaroids auch. Also ich würde da echt empfehlen, dass eine Freundin machen zu lassen, der das auch nicht so blöd ist, da jetzt eine halbe Stunde mit dir rumzueiern wegen 2 Fotos. Ja. Also genau. Und ansonsten, wenn man schon ein bisschen in diesem Model-Biz drinnen ist, bei einem Testshooting, also ich mache es grundsätzlich immer bei einem Testshooting mit, dass ich zuerst nur wirklich nur Augenbrauen gebürstelt und leicht Mascara und so wenig wie möglich mit einem Fotografen, einer Fotografin dort schnell einmal die Polaroid-Runde durchmacht, das sind die üblichen Fotos, vorne, Seite, Profil, ein bisschen engerer Anschnitt und so weiter. Genau, und dann schaut das immer gut aus. Und das ist ein sehr guter Tipp. Mich hat tatsächlich bei nie in einem Testshooting oder so sehen. Also mache ich jedes Mal. Und meine Polos schauen immer wirklich gut aus. Ja. Und das ist auch voll wichtig, weil mittlerweile zählen die Polos mehr als alles andere. Also weil du willst ja wissen, wie die Person wirklich ausschaut und nicht nach 3 Stunden Editing und Lightroom und Photoshop und da noch irgendwelche Makel weggezaubert und was weiß ich was alles. Und nach Make-up vor allem. Ja. Genau, also. Das ist ein guter Tipp. Ja. Hat mich tatsächlich noch nie jemand gefragt bei Testshooting, so soll ich das machen. Jetzt kriegst du nur mehr noch solche Anfragen. So. Grundsätzlich wenig Anfragen, aber. Es gibt tatsächlich auch ganz viele Fotografen und Fotografinnen, die sich auf Polaroids spezialisieren. Wirklich? Also, da kannst du bei denen so einen 2-Stunden-Slot buchen und die machen nur Polaroids. Und das ist alle, die zuhören und die das irgendwie machen wollen, das ist jeden Cent wert, weil damit steht und fällt jeder Job. Interesting. Also in Kürze auch bei mir Polaroid-Slots zu buchen. 800 Euro, eine Stunde. Ich dachte gar nicht, dass das ein Business sein kann tatsächlich, aber no shit, werde ich mal unbedingt notieren, weil sonst vergesse ich sowieso wieder. Ja, und es gibt auch viele Agenturen, bei denen Fotografen gelistet sind, die nur zum Polaroids machen praktisch gelistet sind. Interesting, ja. Ja, also es ist echt ein guter Side-Hustle. Siehst du, deswegen mache ich diese Podcasts, ja. Damit du was lernst. Ohne Scheiße. Ich meine, ich bin nicht allwissend. Ja. Manchmal. Nein, aber deswegen hole ich auch so viele unterschiedliche Leute daher, ja, weil ich nicht über alles irgendwie was, ich weiß ein bisschen was überall so, aber. Voll. Es ist grundsätzlich immer so, oder, also auch wenn ich jetzt zu einem Job gehe und da ist ein anderes weibliches Model, ich lerne von der auch jedes Mal irgendwas. Also absolut, absolut. Mega gut. Also ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man Model ist, dass man auch vom Fotografen ein bisschen lernt. So, ja? Weil
100%, absolut. Das vertreten wir auch in der Modelklasse sehr stark. Die Angie sitzt echt da und sagt, weißt du, wenn du als Model das und das machst, dann fällt es dem Fotografen einfach leichter oder dann fällt es ihr leichter, ein gutes Foto von ihr zu machen. Ja. Oder wenn du am Anfang einfach, wie du sagst, du hast am Anfang eine Viertelstunde, da plaudert man schon nicht. Aber das ist in jedem Arbeitssetting so. Und da halt besonders, weil du es dann, weil du dann diesen einen Moment on camera einfängst. Ich glaube, wir hätten jetzt auch nicht so ein gemütliches und nettes Gespräch, ich hoffe, du findest das auch so, hätten wir uns nicht, hätten wir uns nicht vorher schon 20 Minuten voll nett unterhalten, oder? Also man versucht ja immer zuerst irgendwie so diese Basis zu schaffen. Genau, und das ist ja für einen Fotografen auch total wichtig, dass vorher diese Basis steht. Absolut, es ist essentiell tatsächlich, weil ich hatte auch schon Mädels, die auch Newcomer waren oder sowas, und die waren dann super ruhig. Nicht nur, okay, gut, manchmal war vielleicht die Sprachbarriere ein bisschen, weil die nur Englisch gesprochen haben oder halt dann die Sprache, die sie halt original sprechen und dann vielleicht nicht so fit in Englisch waren, ja, und dann waren sie vielleicht ein bisschen schüchtern dadurch und sonst was, ja. Ist halt schwierig zu arbeiten dann, wenn die Person verschlossen ist, ja, weil der habe ich auch ihm jedes Mal gesagt, ein bisschen lächeln und da kam kein Lächeln. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es gespürt hat, trotzdem intern. Sie wollte dich einfach, sie mag dich nicht. Also. Das passiert öfters, aber die lächeln mich zumindest falsch an. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Bemüht euch. Ja. Lügt mich an zumindest. Ja. I don't know. Aber ich finde es, also generell ist es voll, ich glaube, wenn du nicht extrovertiert bist, hast du auch in dem Job nichts verloren. Weil du musst dich selber vermarkten, du musst dich pushen, du musst netzwerken und du musst eben auch vor einer völlig fremden Person sitzen und lächeln, wenn es dich gerade nicht lächeln interessiert. Vor allem ist es nicht nur eine Person, du hast meistens den Kunden, du hast Assistants, du hast Make-up, du hast Haare, du hast Styling, also stehen oft hinter der Kamera und schauen dich aktiv an, irgendwie 10 Leute. Ja, und du musst halt echt in der Sekunde performen, was auch nicht jedem leicht fällt. Absolut, fällt mir als Fotograf auch nicht leicht. Ja, immer. Voll. Also ja, man kennt es ja auch so von Familienfotos, wenn dann irgendwer sagt, und jetzt bitte alle lächeln und du denkst so, ich hab doch schon, okay, nur einmal. Und das machst du halt dann den ganzen Tag. Du bist wahrscheinlich das Highlight auf jedem Familienfoto, oder? War ich scheinbar so blöd aus, wirklich. Echt so, dass ich mir denke, so, this is my job. Wirklich, so, ist es euer Ernst? Und das ist es, wenn aber jemand fotografiert, der dich ganz anders kennt und der dich nicht aus dem Beruf kennt, dann sieht er dich anders und dann schaust du auch anders aus. Und ich erkenne bei mir schon, was ein Kameralächeln ist und was ein Ich-Lach-Vollgas ist. Und das erkennt man jetzt auf den Fotos nicht so gut, weil ich das natürlich auch gelernt habe über die Jahre. Aber ich sehe es dann auf so richtig privaten Fotos natürlich schon, dass ich einfach lache und man sieht Zahnfleisch und der Doppelkinn. Es ist so. Ich kann das gar nicht so, daher ich Fotos mache vor Living, ich sehe das, also ich weiß, dass das ein gutes Foto ist. Ja, ja, voll. Und da ja, ist halt Emotionen noch, also, transportiert. Abgesehen davon, aber ich schaue schon, dass da kein Doppelkinn ist. Ich schaue, dass kein falscher Schatten im Gesicht ist oder irgendwas. Das entsteht auch gar nicht beim professionellen Shooting. Wenn ich Urlaubsfotos mache, das meine ich so. Ach so, also, okay, dann bist du einfach wirklich gutes. Ich glaube, ich kann kein schlechtes, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Es wäre genauso wie ein Kunde, der sagt, na, können wir es günstiger machen und dafür nicht so gut. Sag ich, wie soll ich nicht so gut dann sein? Aber das ist geil. Kann ich meinen Skill runterschrauben, nur weil du weniger zahlst oder sowas? Also es ändert sich ja nichts an der Qualität. Ich kann das ja gar nicht. Das ist ja auch, ich kann die Qualität runterschrauben, indem ich mit dem Handy Fotos mache. Das schaut nämlich aus, als jetzt ein 12-Jähriger gemacht, bei die das heutzutage. Ja, wobei man am Handy auch schon wirklich gute Fotos macht. Ja, aber ich kann damit nicht umgehen. Also ich bin ein bisschen nicht so der. Ich mag richtige Kameras von sicher. Natürlich sieht man Unterschiede, ist eh klar. Ja, voll, du, dann bist du einfach extrem gutes Insta-Hubby-Material, weil der Max schimpft immer voll mit mir und sagt, geh doch zu wem anderen, soll doch wer anderer ein Foto von dir machen. Ich denke mir immer, ja, der wird wenigstens gescheit machen. Weil er hört das sicher und ist voll beleidigt, hab dich trotzdem lieb. Ich werde es auch nicht rausnehmen. Max, du machst das gut. Ehrenmann, ja? Lass dir gar nichts sagen. Ja? Auch da kannst du ja gerne einen Kurs demnächst mal. Ich bin dafür, dass du jetzt Testfotograf für Polaroids wirst. Und Urlaubsfotos. Und Urlaubsfotos geil, perfektionierst. Geil. Genau.
zum Abschluss, wenn du einen Creator oder einen Kreativen oder whatever, ein Model oder eine Inspirationsperson oder ähnliches, die ihn jeder mal auschecken muss, so droppen müsstest, wer wäre das? Also, du hast mir ja diese Frage schon so ein bisschen zur Vorbereitung gegeben. Und muss ich, weil das gleich spontan voll. Immer sehr und es ist. Und es ist mir tatsächlich auch mit einer Woche Vorbereitung unglaublich schwer gefallen. Ich weiß nicht, warum. Du kannst auch gerne zwei Leute nehmen. Nein, wenn ich habe drei. Und wenn dann Max jetzt nicht zumindest eine davon ist, ja, wenn ich was besser. Er hat tatsächlich gesagt, er möchte eine davon sein. Ich so, was? Nein, it's a no. Okay, also Nummer eins, ich habe nämlich einen anderen Podcast von dir gehört und da hast du dann irgendwann gesagt, tot oder lebendig und dann habe ich gedacht, okay, dann tot. Nein, also ich finde, die Grace Kelly ist eine unglaubliche Frau, auch wenn man sich ihre Geschichte so ein bisschen anhört. Und ich bin vor allem ganz, ganz großer Fan von ihrer Mode und von allem, was sie damals getragen hat und von Filmen, in denen sie mitgespielt hat und. So, Nummer eins. Nummer zwei, es gibt in Linz einen Designer, der Gottfried, der mittlerweile auch ein guter Freund ist von mir und der schafft es in seine Designs wirklich über Jahre, so viel Eleganz zu bringen, obwohl es, also das ist halt, der macht Sachen, das ist unglaublich, man muss sich das echt anschauen, das ist ein Rock und er macht allein schon, wenn er es aufzeichnet am Papier, noch drei extra Striche und ein Röschen drauf und auf einmal ist es das Teil und ich finde das so spannend, wie das entsteht. Ich bin generell, also vor allem was so Zeichnen angeht, kreativ wirklich, also bei mir schaut eine Schildkröte aus wie ein Flugzeug und umgekehrt. Und der macht vier Striche und es ist so schön und es entsteht dieses Kleidungsstück. Also ich habe einfach wahnsinnigen Respekt davor. Genau, also Gottfried. Nummer drei. Es gibt eine Creatorin, ich kriege da übrigens gerade einen Allergieanfall. Sekunde. Es gibt eine Creatorin, die Sophie Hartz, der folge ich schon ganz, ganz, ganz lang. Ich habe die vor, ich glaube, 10 Jahren einmal auf einer Veranstaltung kennengelernt. Und die beschäftigt sich mittlerweile ganz viel mit der Diätkultur und mit so Dingen wie normschön und dass uns eben Zara einredet, wir sind alle eigentlich zu groß und zu dick und so, was weiß ich was. Und wie Firmen das auch spielen. Und ich finde, die hat einen wahnsinnig schönen Weg gefunden. Sie hat auch ein Buch geschrieben jetzt gerade. Sie hat einen wahnsinnig schönen Weg gefunden, allen, und ich rede jetzt nicht von Model sein, sondern allen zu sagen, dass Schönsein eigentlich von ihnen kommt. Und das finde ich richtig großartig in einer Welt, wo wir uns alle vergleichen, wie ich vorher gesagt habe, so. Das ist was ganz Normales und jeder vergleicht sich und du vergleichst dich mit deiner Person auf der Straße, die irgendwie schönere Haare hat und oder gefühlt schönere Haare oder die nächste Maus auf Instagram, die mehr Lippen hat und gerade als Frau, es trifft zu 100% auch Männer, aber gerade als Frau muss ich sagen, wir treten alle ständig in einen Vergleich und ich glaube, in so einer Welt ist es unglaublich wichtig, dass man voll bei sich bleibt. Und ich finde, die macht das sehr gut. Also Sophie Hartz auschecken, voll die liebe Maus. Ich mag sie gar nicht Maus. Maus ist keine Degradierung, um Gottes Willen, sondern voll. Du, das ist heutzutage so das Ding, ich habe mich schon dran gewöhnt, dass nein, Frauen ich, so nein, wenig ich sag, ein welches ich sag Alter. Ich sage immer Mäuse zu Leuten, die ich mag und deswegen, also, oh Gott. Aber wie man auch unbedingt auschecken sollte, wäre dein Profil und deine Sachen. Ja. Wo findet man die Sachen? Aber die Leute müssen das wissen. Okay, also, Victoria Kahner auf Instagram, Victoria mit C, ganz wichtig, bin ich voll allergisch, wenn das irgendwer mit K schreibt, wirklich, also ich antworte auf E-Mails nicht, wenn da, ich finde das immer so hart oder so hart, da steht meine E-Mail-Adresse, die sie ja offensichtlich irgendwo mir niedergeschrieben oder rausgesucht haben, ist Victoria mit C.Kahner.com. So. Du, ich habe heute eine Kunden-E-Mail gekriegt mit Hallo Daniel, also von dem her. Finde ich Wahnsinn, das ist so das respektlos. Das ist die erste E-Mail, mit der ich schreibe. So. Wahnsinn. Also wie gesagt, so respektlos, dementsprechend, mir ist das voll wichtig und ich sage das auch und mich können Leute auch gern für unsympathisch halten. Ich bin voll lieb, aber schreibt meinen Namen richtig einfach. Genau.
Victoria Kanner auf Instagram. Die Model, lach mich nicht aus. Gleich voll verloren ist. Also, du machst Werbung für, wo findet ihr es mich? Aber wenn ihr es falsch schreibt, Alter. Ich meine, erstens mal werden sie dich nicht finden, wenn sie es falsch schreiben. Ja, voll, das stimmt, Gott sei Dank. Obwohl, es gibt einige Fake-Profile, habe ich jetzt gesehen letztens. Mit K. Aber, mit K. Mit K, das tut doppelt weh. So, fake ist wenigstens richtig. Genau. Und ja, genau, modelclass.at auf Instagram auch. Und ja, und wenn irgendwer Fragen zum Thema Modelclass oder allem rundherum oder gern zu Pilates-Events von mir kommen möchte, einfach schreiben. Ich schreibe voll gern und wirklich immer zurück. Genau. Das kann ich bestätigen. Du hast sehr, sehr schnell geantwortet auf meine Anfrage. Ja, ich hänge so wie wir alle viel zu viel am Handy, deswegen. Ich habe eine gute Ausrede. Ich bin echt viel unterwegs und ich sitze viel im Zug und ich nutze diese Zeit auch wirklich, weil wir vorher geredet haben von effizient reden. Von effizient arbeiten. Ich bin eine sehr, sehr effiziente Arbeiterin und bin wirklich, wenn ich zu Hause bin, nur zu Hause. Mhm. Also diese Downtime, die kann ich dann schon gut nutzen, weil ich vorher einfach durchballer, was ich auch voll wichtig finde, weil sonst arbeitet man einfach die ganze Zeit und das ist nicht der Sinn des Lebens, also zumindest nicht meines Lebens. Nicht das Ganze, ja voll. Für eine Zeit lang ist es wichtig, wenn man was erreichen will. Voll, man muss sich was aufbauen, 100%, aber auch da, so dein Muskel baut sich nicht auf, wenn du 7 Tage die Woche Vollgas Bizeps trainierst. Du musst ein bisschen, nein, tut mir leid. Sorry. Ich gehe sicher nicht 7 Tage trainieren. Nein, weil du gehst jetzt nur noch im Pilates. aber man muss einfach auch Downphasen akzeptieren und einplanen, weil du musst irgendwo deine Batterien laden und du ladest die nicht beim Job. Ja. Also auch wenn du ein Social Butterfly bist und das bin ich und ich bin voll happy in Gesellschaft und so weiter. Aber du brauchst Energie, tanken für dich. Das stimmt. Sehr schöne Abschlussworte tatsächlich. Ja. Sehr, sehr inspirierend. Hoffentlich auch für die neue Generation. Ja. Wobei, kann ich dich schon in die neuere Generation setzen? Ich weiß nicht, was ist die neue Generation? Wann fängt die an? Also die neue Generation sind sicher so um die 20-Jährigen. Ja, okay, das bin ich nicht. Aber maybe bist du trotzdem eine Generation neuer als ich. Ja. Oh, ja. Ich bin fresh. Ja, du bist wesentlich fresher. Ich bin Old Spice, I guess. Ja. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast in deinem Busy Life und hier Downtime geopfert hast für den Workspace hier heute. Ja. Wirklich voll gern. Aber du hast einen neuen Pilates-Kunden gekriegt, also I guess hat sie Auszeit. Voll gut. Na, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wirklich extrem und ich freue mich, wenn die Folge rauskommt. Und, voll. Und ich hoffe, dass viele was mitnehmen konnten daraus. Ich habe was gelernt. Ja. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Das fand ich sehr cool. Und wie gesagt, ich glaube auch, ich hoffe auch, dass viele junge Leute da ein bisschen mehr Realität jetzt auch gekriegt haben zu dem Ganzen und nicht nur denken, dass da alles so easy peasy und Highlife ist. Ist es, aber halt auch nicht. So wie, ich glaube, jeder Job. Es ist der beste Job der Welt, aber es gibt auch da Tage, die einfach elendslang sind. Ganz normal. Deswegen mache ich den heute nicht länger für dich. Ja? Deswegen vielen Dank, dass du da warst. Ja? Gerne wieder, bis auf bald und wenn es im Sport Bekleidung ist. Ja? Wobei heute bin ich auch sehr sportlich angezogen. Ja? Aber, wir machen einen Pilates-Recap. Dann. Genau, richtig. Ja? Wir sehen uns sicher bald wieder. Dankeschön. Thanks for tuning in to Creative Hour Club. Remember to subscribe on Instagram, YouTube and Spotify for more.